Kloster Langwaden ist ein beeindruckendes Zisterzienserkloster in Grevenbroich Langwaden, umgeben von einem wunderschönen Park und viel Natur. Im Jahr 1145 erfolgte die Gründung des Klosters auf Wunsch des Grafen Christian von Wevelinghofen. Das Kloster war dem Erzstift Köln zu Lehen aufgetragen und genoss deshalb auch den Schutz des Kölner Erzbischofs. Seit 2004 ist Langwaden als ein selbstständiges Priorat im Zisterzienserorden errichtet. Die ruhige Lage und die Atmosphäre des Hauses bietet alle Möglichkeiten, schnell zur Ruhe zu kommen. Heute gibt es im Kloster ein Hotel, ein Restaurant und einen Biergarten. Außerdem bietet das Kloster den ungewöhnlichen Rahmen für Konferenzen und Seminare. Der Klosterpark ist ein erholsamer, idyllischer Rückzugsort und bietet dem Besucher Ruhe und Abgeschiedenheit. Weiterhin gibt es einen Gemüsegarten. Im Hofladen können Salat, Tomaten, Rotkohl und frisches Gemüse eingekauft werden. Das Kloster liegt herrlich an einem Waldgebiet, das zu langen Spaziergängen einlädt. Nur circa 2 Kilometer entfernt liegt der Ortsteil Hülchrath mit dem Schloss Hülchrath. Das Schloss befindet sich in Privatbesitz und ist bewohnt. Deshalb ist eine Besichtigung nicht möglich.